Nach Jahren der Wirtschaftsnot und interethnischen Spannungen keimt in Skopje erstmals so etwas wie Hoffnung auf eine Wende zum Besseren. Vor allem Roma und andere Minderheiten in Mazedonien leben unter der Armutsgrenze. Der Durchschnittsverdienst beträgt 220 Euro im Monat, die Arbeitslosenquote über 37%. Die vergangenen August gewählte neue konservative Regierung glaubt nun, den Schlüssel zum Erfolg zu kennen. Ausländische Investoren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, erklärt der stellvertretende Ministerpräsident Zoran Stavreski. Gerade mal 42 Jahre alt steht er für den Generationenwechsel in der Politik. Unter seiner Federführung läuft seit Februar eine weltweite Werbekampagne, die frohe Botschaft: In Mazedonien lässt sich viel Geld verdienen. Wir sind wohl das beste Beispiel für eine funktionierende multiethnische Gesellschaft, die an der Tür zur Europäischen Union anklopft und sich um die NATO-Mitgliedschaft bewirbt. Das Land hat eine Entwicklung zurückgelegt und jetzt haben wir politische Stabilität. Und wir erfüllen damit eine Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft in der EU. Ein kleines Büro im Zentrum von Skopje. Hier arbeiten Iskra, Zlatko und Ivan gerade für das ambitionierte Projekt der Regierung. Ihr zweiter Auftrag innerhalb von 3 Monaten und der soll mindestens genauso erfolgreich sein wie ihr letzter. Die jungen Webdesigner sollen auch dieses Mal in Zeitungsanzeigen und im Internet finanzkräftige Anleger aus aller Welt mit vermeintlich paradiesischen Konditionen nach Mazedonien locken. Firmengründung innerhalb von nur 3 Tagen, Unternehmenssteuer gerade mal 10% und Lohnkosten so niedrig wie in keinem anderen Land Europas. Mazedonien macht sich fit für Europa, meint die 23-jährige Iskra und findet, dass ihr Land endlich die richtigen Weichen stellt. Wie weit ist Mazedonien noch von Europa entfernt, wollen wir von ihr wissen. Von der Europäischen Union? Ich glaube, wir sind nah dran. Ich glaube schon, wir machen Fortschritte. Werdet ihr es auch schaffen? Ja. Warum? Weil wir gut sind. Dass die Kampagne Erfolg haben wird, davon ist auch Viktor Miso überzeugt. Auch der 35-jährige Harvard-Absolvent und erfolgreiche Unternehmensberater arbeitet für die Regierung. Nach 17 Jahren in den USA kehrte Herr Miso vergangenen August auf Bitten des Premierministers nach Skopje zurück. Seitdem managt der smarte Ökonom den weltweiten Werbefeldzug. Magazines and brochures. 59 publications in 39 countries in the world. Wie fühlen Sie sich denn als Verantwortlicher für diese Kampagne? Ich spüre großen Druck und Verantwortung, aber für mich ist es positiver Druck. Zum ersten Mal haben wir Mazedonien wieder auf die Landkarte befördert. Wir etablieren es als Markenzeichen auf dem Gebiet von Business und Investitionen. Wir sind gleichzeitig dabei, unser Land entsprechend dafür auszurichten. In den vergangenen Monaten haben wir schon vieles veranlasst. Und wir arbeiten weiter daran, damit jeder hier die nötigen Voraussetzungen findet. Marian Minowski hat sich diese Voraussetzungen bereits erarbeitet. Seit 19 Jahren macht der mazedonische Großunternehmer blendende Geschäfte rund ums Automobil. Sein Autohaus ist das modernste in Südosteuropa. Davon ist der 53-jährige Alleineigentümer überzeugt. Dass der mazedonische Ford-Händler direkt mit dem amerikanischen Mutterhaus in Detroit Geschäfte macht, ist für ihn der beste Beleg. Sein Erfolgsrezept lautet in erster Linie Geduld. Das Erste, was der ausländische Investor wissen sollte, wenn er hier ein Geschäft eröffnen will, ist, dass alles hier etwas langsamer geht. Es ist unmöglich zu glauben, dass man sein Unternehmensziel innerhalb von 6 Monaten oder einem Jahr erreichen kann. Hier braucht alles seine Zeit.
Nicht nur die Werkstatteinrichtung, sondern auch die Zusammenarbeit im Team sei vorbildlich, erfahren wir. Albanischstämmige Mechaniker reparieren gemeinsam mit ihren mazedonischen Kollegen die Autos der Kunden. Beide loben sie das Betriebsklima und, dass hier alleine Leistung zählt und nicht die Volkszugehörigkeit. Und dann zeigt uns Herr Minowski, wie für ihn alles begonnen hat. Damals, als Mazedonien noch eine jugoslawische Republik war und Privatbetriebe noch die große Ausnahme darstellten. Da machte er hier eine Autowaschanlage auf. Der Erfolg gab ihm recht, er währt bis heute. Bis zu 200 Autos täglich lassen die Kasse klingeln. Welche Pläne der Selfmade Man für die Zukunft hat, ist an einer Wand direkt nebenan zu sehen. This picture is interesting. Fast die Hälfte davon steht bereits. Der Rest soll innerhalb der nächsten 5 Jahre fertig sein. Mögliche ausländische Konkurrenten empfindet Herr Minowski nicht als Bedrohung. Ich glaube, wenn wir Konkurrenz haben, dann werden wir schneller wachsen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde, das tut unserem Wachstum sehr gut. Das Café nebenan gehört selbstverständlich auch dem umtriebigen Geschäftsmann. In dem westlich anmutenden Lokal entdecken wir dann doch ein bisschen Balkan. Viele Gäste hier rauchen, obwohl über ihren Köpfen Rauchverbotsschilder hängen. Wir fahren nach Ohrid. Die Stadt liegt rund 170 Kilometer von Skopje entfernt. Vorbei geht es an den Mautstationen durch das Gebiet der mazedonischen Albaner. Zoran Stojlovski, unser Fahrer, kann sich noch lebhaft daran erinnern, wie er sich fühlte, als er während der Unruhen vor 6 Jahren hier entlang fahren musste. Damals wurde der Westen Mazedoniens rund um Tetovo von aufständischen Albanern kontrolliert. Für Taxifahrer war es 2001 wirklich lebensgefährlich, hier entlang zu fahren. Man wusste nicht, wer ist mit wem und warum. Aber inzwischen ist es wieder wie zu jugoslawischen Zeiten, als man sich überall frei bewegen konnte. Zoran fährt gerne nach Ohrid, das die Einheimischen liebevoll die Perle Mazedoniens nennen. Ihre Wahrzeichen, eine alte Festung und angeblich 365 Kirchen. Als Bischofsstadt war Ohrid im Mittelalter ein bedeutendes kulturelles Zentrum des Makedonischen Reiches. Ihrer architektonischen Schönheit wegen pilgern heute immer mehr Touristen zu den zahlreichen Kirchen und Klostergebäuden der pittoresken Stadt. Hier lebt und arbeitet der größte Hühnerfarmer von Mazedonien. Seine Produkte, sagt Ljubčo Ivanovski, kennt jeder im Land. 100.000 Eier legen seine Hühner Tag für Tag. Beste Qualität, versichert der Unternehmer. Die Haltung entspricht zwar noch nicht ganz den EU-Standards, doch die will er erreichen, noch bevor sein Land EU-Mitglied wird. Die europäischen Vorschriften verbieten mehr als 3 Hühner pro Käfig. Wie Sie sehen können, befinden sich in unseren aber zurzeit noch jeweils 4 Hühner. Das aber wollen wir in den nächsten Jahren ändern. Dafür werden unsere Ställe komplett umgebaut. Ansonsten sei sein Betrieb aber schon heute vorbildlich. Das Stadtzentrum kann man von hier aus sehen. Bis dort hinten sind es nicht mal 1000 Meter.
Ich lasse die Hühnerställe deshalb jeden Tag ausmisten, um die Menschen nicht zu belästigen. Wir achten sehr auf die Ökologie. Und dann führt uns der umtriebige Unternehmer zu einem anderen Teil seines Hofes. In diesen Hallen hat er vor 5 Jahren begonnen, Existenzgründern auf die Beine zu helfen. Inzwischen produzieren hier 18 Kleinbetriebe mit knapp 200 Beschäftigten und alle schreiben schwarze Zahlen. Ausländische Investoren würden ihre Auftragsbücher weiter füllen. Wir investieren viel in neue Technologien und in die Ausbildung unserer Angestellten. Und ich bin überzeugt, die Rahmenbedingungen waren noch nie so gut wie jetzt. Sauberes Wasser, klare Luft, eine traumhafte Umgebung. Was will man mehr, erzählt uns Herr Iwanowski beim Flanieren mit Ehefrau Lile. Vor den Balkankriegen machten hier auch sehr viele ausländische Gäste Urlaub. Doch das ist lange her. Heute sind die Mazedonier zumeist unter sich. Das Unternehmer-Ehepaar setzt jetzt ganz auf Europa. Je früher Mazedonien EU-Mitglied wird, desto besser. Wer heute ein Schengen-Visum beantragt, muss sehr viel Zeit investieren und unzählige Dokumente vorlegen. Aber ohne Visum können wir gar nicht nach Europa reisen, um Geschäfte zu machen. Ein anderes Problem, wie bekommen wir ausländische Investoren nach Mazedonien? Dafür brauchen wir doch unsere jungen, qualifizierten Arbeitskräfte. Aber viele kehren nach ihrem Auslandsstudium doch gar nicht erst zurück nach Mazedonien. Unser Bootsführer hingegen ist strikt gegen den EU-Beitritt seines Landes. Der 48-Jährige fürchtet nur Nachteile. Also ich denke, wir sollten nicht in die EU. Wenn wir einmal drin sind, dann sind wir verloren. Nehmen Sie mich. Wenn ich als Bootsbesitzer die EU-Richtlinien einhalten soll, müsste ich 100.000 Euro investieren. Wo soll ich das Geld hernehmen? In einem sind sich Bootsführer und Gäste aber einig. Alle wünschen der neuen Regierung Erfolg mit ihrem internationalen Werbefeldzug. Denn dann werden sicher auch wieder ausländische Touristen nach Mazedonien kommen, um die schönsten Tage des Jahres in Ohrid zu verbringen. Zurück in Skopje. Zoran, unser Fahrer, bringt uns in einen Stadtteil, in dem die Not den Alltag prägt. Dieses Viertel heißt Topansko Pole. Hier leben Mazedonier, Roma, aber vor allem mazedonische Albaner. Das hier ist der arme Teil von Skopje. Das tiefe Misstrauen gegenüber der politischen Führung hat hier Tradition. Warum soll ausgerechnet die neue Regierung anders sein, wird uns in den Gesprächen immer wieder gesagt. Werden die Anreize für ausländische Investoren, etwa die Firmengründung innerhalb von maximal 3 Tagen, 10% Unternehmenssteuer und billige Arbeitskräfte wirklich mehr Arbeit bringen und die Lebensverhältnisse verbessern? Wenn meine Freunde, Verwandte und ich Arbeit hätten, gäbe es auch keine Konflikte. Dann gäbe es etwas für uns zu tun. Dann hätten wir eine Aufgabe und Geld für Lebensmittel, Reisen und so weiter. Ohne Arbeit bist du aber für Konflikte sehr empfänglich. Doch dann fallen auch lobende Worte. Bisher haben doch alle Regierungen überhaupt nichts gemacht. Aber die neue macht einen vielversprechenden Eindruck. Sollte sie wirklich Erfolg haben, dann hat sie meine Unterstützung. Jetzt muss die Regierung die ausländischen Geschäftsleute noch überzeugen, dass sie imstande ist, die größten Investitionshindernisse zu beseitigen. Korruption, Vetternwirtschaft und den aufgeblähten Bürokratenapparat. Diese schweren Brocken aus dem Weg zu räumen, erfordert jedoch mehr Anstrengung als ein professionell inszenierter Werbefeldzug.